Aus duftendem Balsamico-Essig und braunem Zucker besteht der Geschmack süß-sauer. So schmecken auch die hausgemachten chinesischen Rippenstücke süß-sauer. Süß-sauer, da fühle ich mich wie im Paradies. Unglaublich lecker! Natürlich, ich bin ein klassisches Gericht im chinesischen Restaurant. Wollen Sie das Rezept von Mama Yu ausprobieren? Jetzt legen wir los! Anders als chinesische Kräuteressig wird das italienische Balsamico-Essig aus Wein gemacht, der nicht so sauer ist, aber sehr würzig. Ehrlich gesagt, hilft der Balsamico-Essig auch beim Abnehmen. Brauner Zucker hat die Süße des Rohzuckers und enthält gleichzeitig mehr Nährstoff. Es ist besonders gut für Frauen. Tling! Hier sind alle Zutaten, die wir heute brauchen, sehr leicht zuzubereiten. Ich habe schon Hunger. Also, los geht's! Erst werden Rippen in kleinen Stückchen geschnitten. Aber es ist besser, wenn Sie schon gut geschnittene Rippenstücke kaufen können. Dann geben Sie die Rippenstücke mit Lauchzwiebeln und ein paar Scheiben Ingwer in einen Topf voller Wasser und kochen alles auf. Den weißen Schaum mit einem Löffel abschöpfen, dann das alles für etwa 10 Minuten weiterkochen lassen. Die Rippchen werden sowieso weich, aber das Fleisch ist noch nicht vom Knochen abgefallen. Jetzt die Rippenstücke herausrollen und mit Öl in einer Pfanne braten, bis sie auf beiden Seiten goldbraun sind. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Gießen Sie die vorbereitete Soße dazu und rühren Sie sie gut mit den Rippchen um. Aber wo ist meine Soße? Wo? Mischen Sie den Kochwein, den Balsamico-Essig, den braunen Zucker und den Candy-Zucker zusammen und streuen Sie ein wenig Fruchtgewürzepulver darüber und etwas warten. Fertig ist eine Schüssel mit einer schmackhaften und reichhaltigen, duftigen und würzigen Soße. Anschließend gekochtes Wasser über die Rippenstücke geben und unsere fertige Soße. Dann etwas reduzieren lassen. Fertig sind unsere dunklen Rippenstücke süß-sauer mit dunklem Zucker und dunklem Essig. Ich bin sicher, sie sind bestimmt lecker. Diese Speise ist so bekannt im In- und Ausland, dass es eine Kombination aus chinesischen und westlichen Geschmäckern ist. Während meiner Zeit in Deutschland habe ich von meinen chinesischen und deutschen Freunden Lob und Anerkennung für dieses Gericht erhalten. Wie wär's mit Mama Yus selbstgemachten, süß-sauren Rippchen? Sehr einfach zu machen und köstlich. Wollen Sie es nicht probieren? Tschüss und bis zum nächsten Mal in Mama Yus Küche!